und das 15. Türchen des Adventskalenders. Heute mit einer Rapid-Review zu dem Manga Wicked Trapper Hunter of Heroes. Und dabei scheint es sich um eine Art Isekai-Fantasy-Manga zu handeln. Wir sehen anfangs, wie so ein Mädchen von so einem Schleimmonster begrapscht wird und ausgezogen wird. Sie schafft es dann aber, sich zu befreien. Dann kommt der männliche Hauptcharakter, der scheinbar Sota heißt. Und dann gibt es halt diese typische Stelle, dass er sie nackt sieht. Jedenfalls stellt sich dann heraus, dass dieses Mädchen die Tochter des ehemaligen Dämonenkönigs ist und Sophia heißt. Und dass sie mit diesem Sota und noch scheinbar so einem ja, dämonischen fliegenden Auge, so ein ja, Monster, das so ein Auge hat und scheinbar fliegen kann, wohl unterwegs ist. Und sie sind jetzt scheinbar aus einer Gefahr entkommen. Scheinbar gab es vor irgendeinem Kampf oder eine sehr gefährliche Situation. Und sie überlegen, was sie jetzt machen können. Irgendwas hat es auch noch mit dieser königlichen Armee auf sich, denn die wird kurz erwähnt. Und zwar, dass diese einen vierhörnigen Ork ohne Probleme besiegen konnte. Dieser Sota scheint wohl auch so ein Isekai-Charakter zu sein, also er scheint wohl aus der Menschenwelt zu kommen. Das erwähnt nämlich einmal hier dieses fliegende Auge. Und dann geht es halt so ein bisschen um den Dämonenkönig, weil diese Sophia, die sagt halt, ja, mein Vater, das war gar nicht mal so ein schlechter Kerl. Und sie möchte jetzt selbst die Welt mit eigenen Augen sehen. Sie möchte mehr über diese Welt lernen. Denn wie es aussieht, scheint sie nie ihre Dämonenwelt oder so verlassen zu haben. Jedenfalls möchte sie jetzt wohl diese normale Fantasy-Welt da kennenlernen. Sehen, wie die Leute so agieren und ist halt offen dafür. Ich kann mir sogar vorstellen, vielleicht, dass Menschen und Dämonen irgendwann in Frieden zusammenleben. Wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, darauf wird es nicht weiter eingegangen. Es wirkt aber sehr stark so. Vor allem, weil diese königliche Armee auch ja, als die Bösen gehandhabt werden, so erscheint es mir jedenfalls. Wieder, dann wird noch so ein bisschen weiter gesprochen und dann entscheidet sich unser Hauptcharakter mit Sophia, die wohl so eine starke magische Energie hat, dass sie so eine Art, ja nicht Rüstung bekommt, also sie bekommt was, was halt ihre magische Energie unterdrückt, das ist so ein komischer Tierohr-Pulli-Mütze, der geht so ungefähr bis hier und ist so eine Kapuze mit solchen Tieren, soll wohl ein Bär oder ein Hund darstellen. Und ja, sie fragt sich ja, ob es überhaupt zu ihr passt und dieses fliegende Auge und dieser Sota sagt ja, das steht dir ausgezeichnet, das sieht süß aus. Jedenfalls bleibt das fliegende Auge und scheinbar so ein paar Goblins, die wir auch schon mal im Hintergrund vorher gesehen haben, die bleiben scheinbar in dieser Höhle, in der sie sich gerade befinden. Und dann geht unser Hauptcharakter mit dieser Sophia halt nach draußen, verlässt diese Höhle und sieht, wie eine Frau und ihre Schwester, ihre kleine Schwester. Erst habe ich gedacht, das wäre die Mutter, aber dann scheint die große Schwester zu sein. Die werden von ja, anderen Goblins, also so bösen Goblins scheinbar angegriffen. Die haben solche komischen langen Zähne. Jedenfalls kommt dann ein Held und tötet diese Goblins. Erst natürlich diese große Schwester erleichtert. Ja, vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt. Aber dieser Held, der möchte natürlich Bezahlung haben. Und sie sagt ja, hey, ja, wir haben kein Geld, wir können ihr nichts geben. Das gefällt dem Helden überhaupt nicht und deshalb will er sich jetzt an ihr vergreifen und sagt, ja, dann bezahlst du halt mit deinem Körper. Gut, dann schreitet, wie man es sich denken kann, unser Hauptcharakter ein und hilft ihr dann. Der Hauptcharakter, dieser Sota, kann scheinbar irgendwelche Monster beschwören, weil er beschwört dann so eine Art Dämonenhunde oder sowas, die greifen den Typen an, der hat auch gar kein Problem. Er sieht halt wieder sehr, sehr stark danach aus, dass dieser Sota wieder extrem überpowered ist. Ist halt immer so die Sache, also wie gesagt, der hat da kein Problem mit. Und scheinbar sind diese Helden in dieser Welt nicht sonderlich gut, denn als er diese Helden erst sieht, denkt er, oh, die helfen ja doch den Leuten, es gibt ja scheinbar hier doch gute Helden. Und als er es dann sieht, dass die am Lande Gegenleistung dafür haben wollen, dann sagt er, nee, also das sind auch wieder solche ja, falschen Scheißhelden. Weshalb er dann ja auch eingreift und dieser Frau und ihrer kleinen Schwestern hilft. Diese Dämonenprinzessin, die macht irgendwie überhaupt nichts. Die schaut ihn nur einmal böse an, weil diese große Schwester da, die ist schon ziemlich gut gebaut.
Und die begafft er dann natürlich auch so ein bisschen und das gefällt halt dieser Dämonenprinzessin nicht, weil man merkt schon ganz eindeutig, dass sie auf diesen Typen steht. Und diese ja, große Schwester, die bedankt sich dann für die Rettung und sagt, hey, wir haben hier so, wir leiten so ein Gasthaus, kommt doch dahin. Und der Hauptcharakter ist auch recht froh, weil er endlich mal wieder sich richtig waschen kann in der Badewanne, weil und ist auch mal wieder eine Stadt mit Menschen sieht, denn die hat er scheinbar noch nicht gesehen. Gut, man muss auch sagen, wir sind auch erst bei Kapitel 11. Und vorher scheint ja wohl einiges passiert zu sein. Und dann machen sie sich halt auf den Weg in dieses Gasthaus. Und damit endet das Kapitel. Ja, das Ganze war in Ordnung. Ich muss sagen, die Zeichnungen sind wirklich super. Die Dämonenprinzessin sieht super aus. Die Kämpfe waren nicht schlecht. Wir sehen da auch einmal so eine kurze Rückblende, wie diese königliche Armee, der gegen diesen Ork kämpft. Oder wie diese Goblins von diesen Anführungszeichen Helden besiegt werden. Also das sieht wirklich alles sehr, sehr gut aus. Das Problem ist halt, und ich gehe mal stark davon aus, das wird auf einer Light Novel basieren, dass der Hauptcharakter einfach wieder viel zu stark ist und es kommt halt wirklich sehr, sehr wenig Spannung auf. Wir wissen halt bei allen Werken, der Hauptcharakter gewinnt am Ende irgendwie, aber bei diesen ganzen Werken ist er halt oftmals zu overpowered und ja, auch weiß ich nicht so wirklich, in welche Richtung jetzt der Manga gehen soll. Soll das jetzt mehr so eine Art Comedy sein oder doch ein bisschen ernster sein? Das konnte man nämlich nicht so wirklich so ganz draus deuten. Aber ja, wie gesagt, die Zeichnungen sind wirklich top. Von der Story her ist es in Ordnung. Man kann mal reinlesen. Wie gesagt, Blick wegen den Zeichnungen lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, es ist kein Scheiß-Manga. Er ist auch ein bisschen besser als mittelmäßig. Ich würde ihn so... Es ist okay. Man muss davon ein, denke ich mal, werden einfach mehr gelesen haben. Vielleicht kennt ihr den Manga ja. Oder wenn es auf einer Light Novel basiert, die Light Novel, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde vielleicht irgendwann noch mal in eines der früheren Kapitel reinschauen, wie es da so ist. Weil man muss natürlich sagen, der Zeichenstil, der ist wirklich gut. Also dafür, der ist auf jeden Fall top. Und der Rest ist okay. Der Rest ist halt wirklich völlig okay. Kann man lesen. Aber ja, also wie immer, eure Meinung zu dem Kapitel, wenn ihr den Manga aktuell liest oder auch zu dem Manga, in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Türchen wieder.